Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Assassin's Creed Valhalla hier auf Trend70TV, euer T. Natürlich, wie immer, für euch am Mike. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, und wir gehen ja jetzt als nächstes wieder an die Tirvi. Wir sprechen mit Tirvi. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So. Projekt abgeschlossen. So, wir müssen unser nächstes Bündnis da mal machen. Freunde Stärke 20. Oh, das ist ein bisschen heftig. Den nehmen wir hier mal. Erzähl mir mehr über Legrakester Shir. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reiste in eine Stadt namens Heopedun, um Oba und Ivar Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Ja. Langrestas hier. Ich werde sie nicht warten lassen. Dach, die Söhne Ragnars, endlich mal ein Bekannter hier. Ich werde sie benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedon ist recht weit im Norden, am Trent. Das machen wir. Nordwesten. Müssen wir nochmal mit ihr sprechen jetzt? Nee, ne? Achso, nee. Das war's. Okay, also sie ist immer mal. Sie treibt da so scheinbar hier die Hauptquest so ein bisschen an. Sie ist so der Ansprechpartner. Ich schaue aber erst noch mal, ob ich hier noch irgendwas... Was ist hier denn los? Was tust du hier noch gleich? Wenn du Tiere jagst, kannst du hinterher zu mir kommen. Und wenn du etwas ganz Besonderes hast, hänge ich es gerne an die Wand. Allerdings kann ich nicht viel machen, bis du mir einen Platz zum Arbeiten schaffst. Ich werde nicht auf notdürftigen Tischen und im Dreck gerben. Mhm. Wir sehen uns später. Bis bald dann. Okay, baue ich dir, alles klar. Bis bald dann. Der Typ ist auch geil. Ach, was für ein schönes Wetter. Das war die Quest hier, glaube ich, mit den verschiedenen. Mal eben gucken, was war das? Was ist das alles? Du versuchst, so schnell es geht, so viele sich drehende Ziele wie möglich zu treffen. Möchtest du es probieren? Ein andern Mal. Sieht lustig aus. Ich überlege es mir. So, okay. Da ist noch einer drin. Meine Göttern Asgards. Was ist hier passiert? Eivor ist hier. Den Göttern sei Dank. Auch wenn sie uns wohl verlassen haben. Ein über den Tee getrunken, wa? Ich muss sagen, dass Thekla fort ist. Was? Ist sie etwa tot? Nein, nein, nein. Sie hat etwas zu erledigen und ihrem Lehrling die Verantwortung übertragen. Er hat das angerichtet. Wer ist dieser Lehrling? Ein Kerl namens Aki. Er wird wissen, was hier geschehen ist. Du musst ihn finden. Ich? Warum nicht du? Irgendwer muss hier aufräumen. Außerdem bin ich erschreckend besoffen. Geh du lieber. Mein Kelch ist ganz trocken. Wie soll man denn ohne etwas zu trinken überleben? Ich muss meinen Kummer ertränken. So, können wir hier noch irgendwas bauen? Also hier gibt es ja Millionen von Quests, die man machen kann. Was macht er hier? Aha, bereit zu trinken? Nee, keine Zeit. Nein, ich will einen klaren Kopf bewahren. Immer am Feiern, ne? Okay, schauen wir mal eben. Quests.
Söhne Ragnars, das wollen wir. Söhne Ragnars. So, verfolgen. Schnellreise? Nee, wollen wir nicht. So, Kapitel 1. Ivar soll Sigurd in Hebrikon treffen. Oh, Ivar und Oba Ragnarsson Pläne schmieden, den mersinischen König zu stürzen. Finde Sigurd und sprich mit ihm. So, wo ist Sigurd? Sprich mit Tivi, das haben wir doch erst. Nee. Das mit den Quests, das ist hier echt ein bisschen nervig. Das ist einfach zu viel hier. Jetzt hat er mir wieder... finde Sigurd und sprich mit ihm. Aber wo ist Sigurd? Könnte der sein? Mensch. Was ist deine Aufgabe? Ich muss Nun gehen. Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis nächstes Mal. Ist noch... Ach, Sigurd ist nicht da. Okay. Alles klar. Ich dachte, der wäre hier auch irgendwo. So, damit wir in Form bleiben. So, auf geht's zum Schiff. Los geht die wilde Fahrt hier. Ich dachte, der wäre hier in der Stadt. So, Jungs. Wo sind denn meine ganzen Jungs hier? Dann mal los! Da sind sie ja alle. Okay, ist nur die Frage, wo ist der jetzt, der Onkel? Da kann man eine Schnellreise hinmachen. Machen wir doch. So, wo haben wir denn unseren Haufen hier? Da. Theopedon, Sigurd wird mit den Ragnarsons hier sein. So, die kann ich gut gebrauchen. Gib mal her hier. So, wo kann man den jetzt finden hier? Gesundheit könnte ich noch gebrauchen. Ragnars Söhne. Finde Sigurd und sprich mit ihm. Sigurd ist nach Nordwesten Stadt. Horepedun. Horepedun. Mal gucken, wo wir hier jetzt sind. Kann man das ein bisschen größer machen? Ach, wir sind aber hier. Wir sind schon richtig.
Cheopedun. Das heißt also, hier muss der irgendwo sein, der. Sigurd, wo ist Sigurd? Gebiet finden. Sie für mich sühnen. Das Pferdestall. Wo könnte der Sack sein? Das ist nicht Sigurd. Da ist die Sprechblase schon mal. Das ist schon mal gut. Das ist aber, glaube ich, nicht. Was kann ich dir heute anbieten? Sächsischer Mann. Laden ansehen. Kommen wir mal im Gucken hier. Du solltest immer gut ausgestattet sein. Jagdpfeile nehmen wir nochmal. Das kannst du sicher gut gebrauchen. Mahlzeiten. Nehme ich auch nochmal. Ja, so treibst du deinen Feinden Angst ins Herz. Gefällt dir das? Könnte dir gehören. Hundezahn. Kritische Chance wird bei geringer Gesundheit erhöht. Ja. Und was haben wir hier? Heimliche Kopfschüsse verursachen. Du siehst so stark und mächtig aus. Gehst du schon? Schade. Sag mir mal lieber, wo Sigurd ist. Aufbrechen. Bis bald. Ich such den Sigurd. Das ist bestimmt auch nicht Sigurd, der arbeitet hier nicht. Willkommen. Auch sächsischer Mann. Ich muss los. Bis bald. Man kommt und sagt schon, ich muss los. Das ist auch cool. Vielleicht steht der vorne irgendwo. Da könnten die ihn ja zumindest mal anzeigen, ne? Da könnte was sein. Moment. Na? Ich hörte, dass Dänen langsam im Gehirn sind und klumpige Zungen haben. Kannst du das bestätigen? Viele Männer sind laut oder dumm. Beeindruckenderweise bist du beides zugleich. Lass es uns wagen. Dich knöpfe ich mir vor. Vorzüglich! Ein Spottgefecht! Willst du auch etwas wetten? Nee, kein Bock drauf. Ich komme mit mehr Silber zurück. Okay, wir benutzen unsere Sinne mal. Vielleicht finden wir den guten Sigurd dann irgendwie. Da unten. Moment, da könnte was sein. Na, bist du Sigurd? Ich bin weit gereist, um mich deiner Mannschaft anzuschließen, Eivor. Nehmen wir, komm her. Führe deine Klinge mit meiner. Gemeinsam lassen wir den Schwertgesang ertönen. Birna, die habe ich doch schon. Wieso muss ich die dann nochmal anheuern? Und der vielleicht heißt sie auch Birna. So. Das war der Typ, der... Finde Sigurd.
Oh, ich hasse das, wenn jemand immer jemanden suchen muss. Aber hier sieht das schon mal gut aus. Einige von uns hier zurück? Das sind das irgendwelche Hauptleute hier. Und wir haben Hilfe aus dem Süden bekommen. Wir haben das losgezogen, zur Verteidigung hier zu bleiben. Schade. Ich wollte Burgrets Gesicht sehen, wenn wir seine Feste stürmen. Jetzt werden uns nur große Geschichten bleiben. Erzählt von besoffenen Helden. Hier gucken wir auch noch mal eben rein. Mhm. Gar nicht so einfach, den Mann zu finden hier. So. Ja, wo muss der ja sein hier? Das war der Typ, da habe ich gerade was gekauft. Hm. Die sind auf jeden Fall alle wichtig hier, die Jungs, aber... Da ist noch jemand. Halt still! Hier rein. Eva! Das sieht doch schon gut aus. Eva Ragnarsson. Den haben wir schon mal gefunden. Avago? Eva. Wenn du weitermachst, wird der Boden dreckig. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alles Späher. Haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig, sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Es gab eine Zeit, da traf man sich auf dem Schlachtfeld und niemand träumte auch nur davon, Speer zu schicken. Und nun schüttelt man Hände und schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Ich mag sie schreiend und wimmernd und stinkend vor Pisse. Hey! Guter Junge. Du bist frei, Sachsenschwein. Wüte wieder durch die mersischen Felder. Ich hätte es ihm leichter gemacht. Folge mir. Ich führe dich herum. Wie nennt man diesen Ort? Ich nenne es Drecksloch, aber für Mercer ist es Rheopedun. Ihre verehrten Könige liegen unter dieser Kirche begraben. Was haben sie geweint, als wir sie von hier vertrieben haben? Du hast dein Messer tief in das Herz dieses Königreichs gestoßen. Und ob? Eine ganze Reihe sächsischer Edelleute wartet mit geschürzten Lippen nur darauf, unseren Hintern zu küssen. Nur König Burgred und sein Kriegsherrn Leofried sträuben sich noch. Mein Bruder wird sich der beiden annehmen. Ich nehme an, bei ihnen werden wir meinen Bruder finden? Ja, Ober und Sigurd sind geschwätzig wie immer. Putz dir schon mal den Schmalz aus den Ohren. Ober ist auch ein cooler Name. Ja? War das denn nicht eigentlich Ivar, der Knochenlose? Oder habe ich das jetzt irgendwie durcheinander gekriegt? Der konnte doch gar nicht richtig laufen eigentlich. Hat. Hm. Ich gehe nirgendwo hin, du Aas.
Der König ist in Aufruhr versetzt. Dank mir und meinen Männern. Wofür du bezahlt wurdest. Aber der Preis ändert sich nicht, nur weil du unser Hacksilber schimmern gesehen hast. Du vergisst, dass ich eine Mietklinge bin. Ich verlange, was ich will und nehme, was mir zusteht. Wäre ich an deinem Scheiß interessiert, würde deine Zunge längst in deinem Arsch stecken. Und jetzt verschwinde. Das Feilschen um Silber ziemt sich nicht für den Sohn von Ragnar Lodbrok. Aber keine Sorge, Uba. Ich habe die Krieger, die du brauchst. Wenn die so aussehen, mache ich mir keine Sorgen mehr. Eivor, das Wolfsmal. Du kommst genau zur rechten Zeit. Uba und Ivar stellen einem König nach. Und wenn wir ihn erwischt haben, wird ein anderer gekrönt. Unser lieber Tan Cheolwulf. Um diese Aufgabe habe ich nicht gebeten, aber Mercia braucht genau das. Einen Mann, der gerecht über Sachsen und Dänen herrscht. Hast du denn das Zeug zum König? Eines Tages, hoffentlich. Fürs Erste konnten wir uns immerhin einigen. Der König hat unsere Friedensangebote abgelehnt. Cheolwulf will das ändern. Er wird ein neuer König für ein neues Englerland. Im Moment hat sich Burgred in der Feste von Tamerfjord verschanzt. Sein letzter Zufluchtsort. Noch so ein Drecksloch, nur weiter südlich. Wir haben sie wochenlang belagert, ohne Erfolg. Wir haben genug angeklopft. Jetzt werden wir das Tor zerschmettern. Wenn wir Tamerfjord einnehmen, Burgred absetzen und Cheolwulf zum König krönen, gehört uns morgen der Schier und bald ganz Mercia. Ja, absetzen. Ich kann nicht genug betonen, dass Burgred nichts zustoßen darf. Meine Glaubwürdigkeit als König hängt davon ab. Ah, wo bleibt da der Spaß am Krieg, Sachse? Nicht jeder Sieg muss durch den Tod eines Königs besiegelt werden. Aber das macht es so viel besser. Seine Bitte ist angemessen, Ivar, und wir werden sie ehren. Cheolwulf hat seinen König verraten. Vielleicht wird er uns morgen verraten. Warum trauen wir ihm? Das kann ich nur mit der Bitte beantworten, mir zu glauben. Ich will nur das Beste für das Königreich Mercia und seine Leute. Und ich will das Beste für meinen Sohn. In Burgreds Mercia, wo Dänen und Sachsen einander täglich ermorden, ist das nicht möglich. Das ist ein guter Plan, Bruder. Ich bin bereit für den Kampf. Ja, aber vergiss nicht. Was immer du gewinnst, gewinnen auch wir. Ein Bündnis zwischen meinem Clan und der mercischen Krone. Sobald dieser Mann auf dem Thron sitzt, sollst du haben, was du verlangst. Okay. Die kühnen Söhne Ragnars lassen ihr Kampfgebrüll zum Klirren der Speere und Schilde erklingen. Lass die Pfeile regnen. Die Schlacht beginnt. Ah, da ist aber jemand in der Dichtkunst bewandert. Ich muss pissen. Wir haben ein Lager gleich nördlich von Tamerfjord. Wirst du mit uns kommen? Geh ruhig vor. Blick noch einmal auf Cheopidun, wenn du willst. Wir warten so lange am Anleger auf dich. Schön, dass du und dein Bruder hier seid. Und sei es nur, um alle etwas zu beruhigen. Sei unbesorgt, Cheolwulf. Wir wollen alle etwas. Und an dich wird man sich noch sehr lange erinnern. Nur aus den falschen Gründen, fürchte ich. Die Sage der Königsmacher. Ein lebendiger Ort. Hier gibt es einiges zu sehen. Das bin ich mir ziemlich sicher, aber ich will trotzdem jetzt mal die Quest vorantreiben hier. Wie sieht es denn mit meiner Gesundheit aus? Oh, das blendet ja zurzeit nicht ein. Da unten ist auf jeden Fall noch ein Schatz. Aber wie kommt man da hin? Da unten ist er. Ahem.
Das ist die Frage. Wie kommt man da hin? Ich sehe hier keine unterirdischen Gänge. Okay. Da ist er. Da kann man auch nicht rein. Sonst wäre ich jetzt mal in den Brunnen gestiegen, aber... Mein Gott, ist das hier dreckig. Das hier gebrannt. Ne, okay. Am Anlieger, das muss hier irgendwo sein. Ist das schon das Ziel oder? Sprich mit Oba. Oba Buba, Hoba Buba. So, das ist auf jeden Fall. So, schönes Bad haben wir auch noch genommen. Wer ist das? So, ich schau mal eben. Ah, da müssen wir hin, okay. Kann man da hin, kann man da eine Schnellreise machen? Nö, kann man nicht. Gut, Jungs, dann lass los. Ah, das geht gar nicht. Okay, dann. Wow! Dann latschen wir da mal eben hin. Ist ja nicht weit. Da ist er. Segelt nach Südosten. Bringt die Männer zu den Toren von Tamefjord. Wir fluten die Felder. Eivor, ist deine Axt geschärft? Aber sowas von. Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja. Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberung. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Man muss Mann. Nicht unbedingt kämpfen um einen... Los! Los! Ruhig, Iva. Noch gibt es keinen Kampf. Ja... In diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Cheolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Er kann niemanden beerben, wenn er stirbt. Kann er ein Schwert schwingen? Ich habe schon etwas Übung, aber ich will nicht töten. Diese Männer sind meine Freunde, meine Landsleute. Entspann dich, kleiner König. Die halten dich nicht für einen Freund. Bedank dich bei deinem Vater. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die mir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Iva ist echt cool. Steig auf, Eivor. Es ist ein langer Ritt bis nach Tamefjord. Oh, es geht mit dem Pferd mal. Das ist ja auch cool.
Du wirst meinen Bruder aushalten müssen. Er findet immer neue Arten der Unterhaltung. Das werde ich mir merken. Und halt die Augen auf. Riechst du das, Cheolbert? Der Gestank des Neids. Cheolbert. Sicher wegen unserer innigen Freundschaft. Warum ist Cheolwulfs Sohn überhaupt in Hyopidu? Cheolwulf will so seine Loyalität unter Beweis stellen. Und wo wären ein Verräter und sein Sohn sicherer als mitten in einem Haufen Dänen? Sicher vor wem? Du und Eva habt diesen Ski ins Verderben gestürzt. Die Fürth und die Leute sind auf unserer Seite. Aber Burgred hat immer noch Soldaten in ganz Mercia. Sie sind ihm treu und werden ihn bis zum Tod verteidigen. Eivor, du redest irgendwie anders als die anderen Brüder. Da hast du recht. Die meisten hier in England bemerken das nicht. Nicht alle Dänen sind Dänen. Woher kommst du denn, wenn ich fragen darf? Aus Farnberg in Nordwege. Nördlich der Dänenlande. Ich wusste nicht, dass es weiter im Norden noch mehr gibt. Wie sind die Leute dort? Schon mal gesehen, wie eine Schafsherde sich gegenseitig folgend über die Klippe rennt. So sind die Leute. Jedenfalls die, die hier sind. Ein besserer Vergleich fällt mir auch nicht ein. Finde ich cool, schön abwechslungsreich, dass wir jetzt mal mit dem Pferd reiten. Ja, sehr geil. Nordwege ist nun die Provinz eines jungen Königs. Harald heißt er. Und er ist weiser, als sein Alter es vermuten lässt. Bist du nicht wütend, dass er dich und so viele andere vertrieben hat? Das war ich. Eine Weile. Doch die Wochen auf See haben die Furchen meiner Stirn geglättet. Ich glaube, irgendwie bewundere ich König Harald sogar. Mit Worten und Waffen hat er das Land befriedet, das ich meine Heimat nenne. Zum ersten Mal, soweit Erinnerungen und die Lieder der Skalden zurückreichen, hat Nordwege einen König. Nur einen. Das ist eine große Leistung. Das ist beeindruckend, wohl wahr. Englerland ist halb so groß wie Nordwege. Und doch haben wir 4 Könige in 4 Königreichen. Siehst du? Wie könnte ich nicht beeindruckt sein? Nein, Harald ist ein guter Mann mit großen Plänen. Das erkenne ich jetzt. Ich bin nur 6 Jahre jünger und habe noch keine Schlacht erlebt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie geschickt und gewitzt er sein muss. Deine erste Schlacht steht bevor, junger Cheolbert. Und von nun an wird alles ganz schnell gehen. Ich bin nicht sicher, ob ich so schnell voranschreiten will. In Wahrheit, Cheolbert, lastet ein Großteil meines Zorns auf meinem Vater, nicht auf König Harald. Mein Vater hat mein Geburtsrecht an Harald verschenkt. Ohne meine Zustimmung oder mein Wissen. So leicht, wie man ein Fass Met verschenken würde. Das war nicht nur eine Täuschung. Es war ein Vertrauensbruch. Und dieser Stachel sitzt immer noch tief. Sei es Fluch oder Segen, die Familie kommt immer zuerst. Ein guter Spruch, Bursche. Wärst du kein Ätheling, würde ich dich als meinen Skalden anheuern. Skalde? Das klingt ein wenig wie Skop. So nennen wir unsere Dichter. Meinst du so etwas? Wieder richtig. Erstaunlich. Die Ähnlichkeit eurer und unserer Worte ist verblüffend. Als wären wir entfernte Vettern, nur getrennt von einem Meer aus Raum und Zeit. Der Gedanke gefällt mir. Oh ja. So, wir müssen jetzt auch durch den Fluss. Ach, der ist nicht so tief. Sehr schön. Haben die denn? Sehr cool. Das sieht auch sehr geil aus hier im Sonnenuntergang. Ja, noch mal schön die Sonne hier einfangen und von vorne die Truppe. Sehr geil. So, jetzt müssen wir eigentlich auch gleich da sein. Und dann werde ich auf jeden Fall für heute die Folge beenden. Hier geht es dann das nächste Mal. Na? So, ey. So, meine Lieben, hier geht es das nächste Mal super spannend weiter mit Ragnars Söhnen. Richtiger, die kenne ich auch ausnahmsweise mal. Die anderen
sind mir eigentlich alle relativ unbekannt. Natürlich aus der Wikinger-Serie Vikings. Wer kennt sie nicht? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen da und ja, eine gute Zeit. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.